Hier ist Radio Deutschland 1. So, jetzt kommt der Christoph und auf der nächsten Leitung kommt der Stefan. Christoph und Stefan. Hallo, ja, bitte, ihr dürft doch mal mit dem Herrn Sellner reden. Das ist gut. Hallo Martin, servus. Servus, grüß euch. Das ist super gut, hoffe ich. Ja, Alter vor Schönheit. Gut, dann lasse ich den Kollegen abmachen. Das tut mir sehr leid, Christoph. Also Stefan, du bist dran. Das zu hören, dass ich so alt bin. Nein, du bist der Schönere. Oder der Ältere, genau. Danke, danke. Das macht mich jetzt verlegen. Ja, erstmal hallo an die Runde. Guten Morgen. Ja, ich wollte mit den 97% mal aufräumen und wollte sagen, wo die herkommen. Und zwar ist das basiert das auf der Studie eines Australiers. Und in Wirklichkeit sind das nicht die Leute, die dem Klimawandel an sich beziehungsweise dem CO2 zustimmen, sondern das sind überhaupt die Leute, die den Klimawandel als solchen anerkennen. Das heißt also, selbst Trump und selbst so Leute wie ich oder andere Leute wären in den 97% mit drin. Aha, okay. Dass der überhaupt stattfindet. Mhm, ja. Das sind die 97% und nicht die Leute, die das CO2 damit beschuldigen. Mhm. Weißt du, wie viel Prozent das CO2 beschuldigen? In etwa, ich glaube 42, knapp unter 50% dieser Forscher waren bei dem CO2 relativ sicher, dass das schuldig sein soll. Aus dieser Studie. Mhm. Okay. Ja, Christoph, jetzt darfst du mal was sagen. Ja, erstmal einen schönen guten Morgen. Die Runde ist ja schon noch Mitternacht. Zum Thema EU-Wahl wird es im Prinzip jetzt interessant. Es gibt einen schönen Spruch, wenn Wahlen etwas ändern würden, wären sie schon längst verboten. Ihr müsst einfach nur mal auf die Spitze der Pyramide schauen. Das, was jetzt beispielsweise von 33 bis 45 passiert ist, nämlich, dass wir kein souveräner Staat mehr sind, das haben ja schon einige Politiker gesagt, versucht man jetzt ein bisschen zu kaschieren, indem man eine EU-Verfassung über uns drüber stülpen wird. Und wenn alle wirklich hinrennen und wählen und zustimmen, dann heißt das ja, ihr habt das zugestimmt. Da kann ich dich beruhigen, Christoph. Ich empfehle nochmal das Video von dem russischen Propagandasender RT auf dessen YouTube-Kanal. Da hat heute ein Politexperte, ein Professor erklärt, was mit der Verfassung ist und wie das ausschaut bezüglich dem souveränen Staat Deutschland. Da kannst du das alles dich genau informieren. Und bist dann auch top informiert, dass das der deutsche Staat eben doch weitestgehend souverän ist. Es gibt noch keinen Friedensvertrag bis jetzt, aber die Souveränität ist quasi schon hergestellt. Quasi durch den Frieden und die letzten Jahre. Wie kommt es denn, dass das Bundesverfassungsgericht immer wieder sagt, dass alle Wahlen seit 1952 ungültig sind? Ja, wo soll das Bundesverfassungsgericht? Davon haben wir nichts gehört bis jetzt. Also es gibt tatsächlich Unterlagen und die habe ich auch vorliegen. Die könnt ihr euch gerne mal an meinem Profil anschauen, vk.com/Cassius. Einfach mal reinschauen. Mhm. Okay, ich kann dir aber auch noch eines sagen, die Wahlen werden natürlich nicht, du hast ja diesen Spruch gebracht, die Wahlen werden schon längst verboten sein, wenn sie was bewirken würden. Beispiel letzte Bundestagswahl, die hat was bewirkt, die AfD ist in den Bundestag gekommen. Hätte man die Wahlen manipuliert, wären die gar nicht drin gewesen. Ja, das beste Beispiel, dass Wahlen etwas bewirken können, ist die letzte Bundestagswahl. Also geht wählen und wählt richtig. Kann ich auch noch zustimmen? Ich glaube auch, das ist das Argument. Wir haben ja ein grundlegendes Problem, dass wir, auch wenn wir alle verschiedener Meinung sind, uns aufhören sollten, uns gegenseitig zu spalten. Ja, das ist nämlich der Versuch. Wir kriegen hier keine Einigung in Deutschland hin, weil der eine die Meinung hat und der andere die Meinung hat. Es muss eigentlich nur noch heißen, unten gegen oben. Ja, aber das sind halt leider,
Das sind halt solche Spinner, die mit Verschwörungstheorien die Leute belästigen, die mit solchen Sachen kommen wie kein Friedensvertrag, kein souveräner Staat, keine Verfassung. Die lenken die Menschen natürlich ab vom Wesentlichen. Und es geht um die Politik von heute und die Politik von morgen. Exakt. Und nicht darum, was vor 50 Jahren war oder was irgendein Spinner sich im Internet zusammengegoogelt hat oder ein Spinner schreibt vom anderen ab. Wir müssen an die Zukunft denken, an die Realpolitik. Und nicht uns nicht da von irgendwelchen Leuten, die wegen Gaga sind, sage ich jetzt mal, unsere Zeit verschwenden lassen. Aber die Realität, ich stimme da völlig zu, wenn ich auch etwas sagen darf, und zwar in Deutschland gibt, in Rammstein beispielsweise, von wo die ganzen Drohnenkriege ausgestartet werden. Ja, das ist ja alles durchaus richtig. Gibt natürlich Dinge, die nicht so schön sind, aber jetzt, Martin, du wolltest was sagen. Genau, ich glaube, dass viele Leute, die eben so auf diversen Themen festsitzen, verstehe ich völlig, die wollen diese eine große Sache haben. Ja? Das nennt man auch die Silver Bullet, also diese silberne Kugel, mit der man dann den Werwolf verschießen kann. Und die eine große Sache, wenn die geklärt ist, dann bricht alles auf und alles verändert sich. Aber so leicht ist es eben nicht. Genau wie du sagst, ist Realpolitik ein Ringen um Macht. Jeder einzelne Stream, jeder Aufkleber, jede Demo bringt uns weiter. Und mit dem Argument, wenn Wahlen was ändern würden, wären sie verboten, das halte ich für sehr, sehr schlecht, könnte man ja auch sagen, wenn Demos was ändern würden, wären sie verboten. Also geh zu keiner Pegida-Demo. Oder wenn Flugzettel was ändern würden, wären sie verboten. Verteile nie wieder einen Flyer. Du kannst damit jede Form von Aktivismus, jede Aktion eigentlich untergraben, unterminieren. Für mich ist das eher, also wenn ich unser Gegner wäre, würde ich solche Parolen verbreiten, dass wir die Lust verlieren, aktiv zu werden, wählen zu gehen, etc. Alles ändert was und alles bewirkt was. Manche Sachen mehr, manche weniger, aber keine Sache ist es nicht wert, getan zu werden. Natürlich, Martin. Es gibt man auch das Argument, dass man in die Fallen des Systems stapft. Ja? Und die Fallen des Systems hast du gerade wunderbar benannt. Es ist aber nicht einfach, wenn man nicht alle Seiten in Ruhe anhören kann. Sobald du dir eine Seite anhörst und öffentlich darüber diskutierst, wirst du gleich in irgendwelche Schubladen eingeordnet. Ja, aber hör dir lieber oder die Realpolitik an und nicht irgendwelche Schubladen von irgendwelchen Zeugs. Stefan, du wolltest auch was sagen. Es gibt ein relativ gutes Argument für die Leute, die sagen, wählen bringt nichts. Den kann man entgegenhalten, dass Nichtwählen erst recht nichts bringt. Ja, aber wie gesagt, nun schaut euch nur die letzten Bundestagswahlen ein. Es hieß 12% oder 11% für die AfD. Plötzlich waren es 2 oder 3% mehr. Ja. Hätte man die Wahlen manipuliert, hätte es nicht diesen 2-3% Bonus gegeben, sondern hätte die AfD nur 4,7% bekommen oder sowas in der Art. Das ist das beste Beispiel. Man hätte den ganzen Theater mit der AfD jetzt im Bundestag, hätte man alles nicht, hätte man die Wahlen tatsächlich manipuliert. Das beste Beispiel sind jetzt Bundestagswahlen. Die AfD hat sogar noch mehr geholt, als die Umfragen ergeben haben. Und ja, das ist am Sonntag auch so. Das ist aber nicht durch Nichtwählen entstanden. Dass irgendeiner Wahlunterlagen per Briefwahl gekriegt hat, wo schon AfD angekreuzt war. Das kann sein, da kriegst du dann auch Briefwahlunterlagen, die schon Knick haben oder sonst irgendwas, aber das sind Einzelfälle, das sind tatsächlich echte Einzelfälle, die fallen statistisch in einem Bereich, die dann keine Rolle spielen. Jeden, den das interessiert, den kann ich empfehlen, auf 1% gibt es eine Kampagne zur Wahlbeobachtung. Genau. Also wählen gehen selber und Wahlbeobachtung leisten. Es kann natürlich vereinzelt Betrug geben, gab es immer, wird es immer geben, aber konzertiert und konzentriert in bundesweit zu machen, das geht nicht. Ja, also es ist kaum möglich. Genau. Und wer Zweifel an den Wahlen hat, soll einfach hingehen, an den Auszählungen, an den Briefwahlauszählungen teilnehmen, sich da mal den ganzen Abend um die Ohren hauen, dann wird er erleuchtet und ist kein Wahlschlafschaf mehr. Also mich haben sie damals versucht, von dieser Prüfung wegzukriegen, indem sie dann einfach die Polizei gerufen haben. Da habe ich gesagt, rufen Sie bitte den Landeswahlleiter an, ich darf hier bei der Auszählung dabei sein. Und erst als dann die Polizei kam, Das mag ja alles sein, das ist klar, nicht jeder kennt die Gesetzeslage. Ne? Ich kann dich jetzt auch nicht fragen, ob du Paragraph 1271 vom bürgerlichen Gesetzbuch kennst. Man kann auch nicht alle Gesetze im Kopf haben. Genau, klar. Genau. Jawohl. Stefan, vielleicht noch ein Satz. Eine gute Idee, den Martin nochmal in eine extra Sendung zu nehmen. Das ist nämlich viel zu wenig heute. Ja, ist klar, er ist ja auch jetzt erstmal auf Mallorca gelandet, muss man dazu sagen, und Wenn er zurück ist. Alex, wir brauchen doch nur nach Ungarn zu gucken, um zu sehen, was Wahlen bringen können. Genau. Also Wahlen, schaut euch nur an, die alten Parteien hätten doch nicht so eine Angst vor den Wahlen, wenn sie es manipulieren würden oder wenn sie nichts bringen würden. Die sind schweißgebadet, auch wegen diesem Rezo-Video, weil die Wahlen eben etwas bringen.
Das ist doch. Naja, weil sie genau wissen, wenn die Leute, die wirklich von denen da oben unterdrückt würden, an die Macht gekommen sind, dann haben die auch nichts mehr Gutes zu verlieren. Na klar, die haben hohe Posten zu verlieren. Okay, aber die meisten kriegen danach noch einen guten Posten. Also die werden ja gut versorgt. Also da müssen wir uns jetzt keine Sorgen machen, dass die... Viele im Osten sind ja abgehangen worden, betrogen worden über die Jahre. Mhm. Die haben schon eine Wut im Bauch und das verstehe ich auch. Aber die Politiker, die diese Wut verursacht haben, wollte ich nicht verstehen. Mhm. Okay, so, meine Uhr zeigt 1.33 Uhr. Ich bedanke mich bei euch zweien und verabschiede euch. Tschüssi. Ja, gute Nacht nach Mallorca. Und nach Mallorca auch nochmal, danke, dass ihr dabei wart, toll, feiert, schön, macht's euch da gemütlich. Da war doch auch irgendein so ein Wettkampf angesagt, Oliver. Du trittst gegen Sellner und was ich was an und im Arm drücken oder was war da? Na, bitte. Findet das noch statt oder bist du schwer verletzt oder was ist da los? Nee, das läuft am Sonntag. Wir machen ein Wodka Red Bull Wettrennen. Wird es live übertragen auf deinem Kanal? Also wird es, also dass auf den Wahlen da oder an dem Wettkampf was manipuliert wird? Wird es live übertragen? Haben wir das? Das soll richtig schön geschnitten werden und so. Wir werden das Schneiden ist Manipulation. Das wollen wir nicht. Wir wollen das, hinterher gewinnt dann der Herr Flash und dann heißt es Manipulation. Dann machen wir einmal live und einmal mit Schnitt. Machen wir beides. Ja, ich wünsche euch noch viel Spaß. Danke, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Danke, tschüss.